Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ihr habt jetzt hier einmal eine komplette Tour durchs Rudolf-Habich-Stadion gemacht. Wie ist so dein Eindruck? Ja, ich war ja nun selber Spieler 2001 bis 2003 und ich muss sagen, es hat sich natürlich in den ganzen Jahren unfassbar viel verändert. Das sind mehrere Quantensprünge. Wir haben uns noch in den alten Baracken da hinten umgezogen und haben noch im großen Garten trainiert. Da war ich vorhin mal und habe mal geguckt, Mensch, wie sieht's da aus? Ich war jetzt schon lange nicht mehr in Dresden, aber die Trainingsplätze gibt es ja nun gar nicht mehr. Das heißt, ins Ostra-Gehege umgezogen. Die ganzen Voraussetzungen sind natürlich unfassbar gestiegen und es ist einfach toll, das jetzt mal in der Gesamtheit zu sehen. Also es ist, sag mal, im Vergleich zu dem, was wir hier früher hatten, schon gigantisch. Also es ist ja echt ein kleines Schmuckkästchen, riesen Stehtribüne. Aber ich sag mal, früher die Stimmung war auch überragend, von daher jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen geiler. Ja, beeindruckend. Ja, ich bin ja ab und zu mal hier, ist klar zum Spielen, aber natürlich unten auf dem Rasen zu stehen, ist nochmal was anderes. Ja, es war eine mega super Mannschaft, die wir damals hatten von der Kameradschaft. Und es ist schön, dass wir uns mal wiedersehen auf diese Art und Weise. Ja, es ist natürlich eine besondere Tradition, dass wir die Tradition pflegen. Gerade immer, wenn der Vereinsgeburtstag ansteht, innerhalb dieser besonderen Woche vieler und voller Ehrungen. Und heute hatten wir zwei ausgesprochen interessante Mannschaften zu Gast, zwei sehr erfolgreiche Mannschaften. Zum einen die Junioren-DDR-Meister aus dem Jahr 1972. Aus dieser sind übrigens sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Dynamo-Größen hervorgegangen. Ich sage nur Lotte Müller zum Beispiel oder Gerd Weber oder am Ende natürlich auch Hartmut Schade, unser Ehrenspielführer und viele weitere mehr. Darüber hinaus hatten wir dann heute die Aufstiegsmannschaft zu Gast, die vor 20 Jahren unter Trainer Christoph Franke ja sensationell dann wieder zurückgekehrt ist in etwas höhere Gefilden des deutschen Fußballs, sodass wir dadurch überhaupt erst überleben konnten als Verein. Denn damals drohte die Insolvenz und wer weiß, wie es ohne diesen Aufstieg damals im Jahr 2002 mit der SG Dynamo Dresden weitergegangen wäre. Wir waren nur 14 Mann im Kader, aber es war dann einfach die gute Mischung im Team. Ne? Wir hatten dann zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Trainer geholt, wir hatten die richtige Mischung an Spielern, wir hatten Gott sei Dank wenig Verletzte und haben uns dann in so einen kleinen Mini-Rausch reingespielt. Ich glaube, es war so, waren zwar viele, viele neue Spieler, aber eben aufgrund der ganzen, ich sag mal, finanziellen Probleme und aber halt eine junge Truppe, die schnell eingeschworen war, war nicht so ein großer Kader, war wenig Spieler, jeder war wichtig und natürlich ein Trainer, der auch überragend war und das Ganze zusammengehalten hat. Geld war manchmal im Monat nicht da und trotzdem hat er gesagt, wenn wir aufhören Fußball zu spielen, dann stehen wir nicht zu uns selber und wir müssen mit Siegen und mit guter Leistung den Verein weiter, sag ich mal, unter Druck setzen, ne, dass da auch unsere Gehälter gezahlt werden und alles. Ich weiß noch, wie wir vor dem Rathaus gestanden haben. Wir Spieler auch mit 15.000 Fans und um die Lizenz eigentlich demonstriert haben sozusagen. Das waren so unfassbare Momente und auch Meilensteine für den Verein. Ja, ja, ganz klar, wir mussten improvisieren vom Finanziellen, auch von Trainingsbedingungen. Wir hatten ja das alte Stadion noch. Da waren 24.000 zugelassen, im Entscheidenden hat dann 36.000 drin gehabt. Da gab es noch andere Möglichkeiten. Aber wir mussten improvisieren. Aber die Kameradschaft in der Mannschaft, der Zusammenhalt, der war so gigantisch. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Deshalb waren wir immer sportlich dann on fire und haben nie aufgegeben und haben jedes Spiel gewinnen wollen, was ja dann und zum größten Teil auch oft gut gelungen ist. Ne? Was war dein persönliches Highlight in der Aufstiegssaison? Natürlich das Spiel in Berlin. Das Rückspiel gegen Hertha Amateure und dann halt der Schlusspfiff und es dann geschafft zu haben und dann so viele Zuschauer, die Autobahn zurück. Wir haben dann irgendwo mal eine Rast gemacht und aus dem Bus ausgestiegen kurz. Boah, da hat man echt gedacht, so muss ich Champions League anfühlen, aber es war eigentlich nur ein Regionalliga-Aufstieg, aber war geil, ja. Natürlich viele Spiele erfolgreicher, aber natürlich der Aufstieg auf dem Altmarkt mit 40.000 Fans, das war, kriege ich heute noch Gänsehaut. Alles, was denn danach entstanden ist,
hat auch ein bisschen damit dann auch gefußt und unser Aufstieg war, glaube ich, ganz wichtig für die weitere Entwicklung des Vereins. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich da ein Teil sein durfte. Und ja, was daraus geworden ist, sehen wir ja heute. Was bedeutet es dir jetzt, 20 Jahre nach eurem Erfolg hier im Rudolf-Habich-Stadion ausgezeichnet zu werden? Ja, das ist schon ein gutes Gefühl, sag ich mal, ne? Wenn man hier oben an die Ehrenspielführer denkt, die ganz großen Namen. Aber ich denke, dass auch unsere Zeit sehr wichtig war. Ne? Die Oberliga-Saison, die erste, wo sie es nicht wieder geschafft haben aufzusteigen, hier große Tumulte waren, kein Geld da war. Deshalb ist es schon auch wichtig, auch für die anderen Spieler, ne, dass wir einfach da ein bisschen zurückbekommen, sag ich mal, uns hier wieder treffen. Das ist ja wie ein Klassentreffen, sag ich mal, nach so vielen Jahren. Und deshalb ist das schon ehrenwert und ein gutes Gefühl und wir freuen uns alle auf den Tag. Ja, da habe ich mich unglaublich gefreut, als ich den Anruf bekommen habe und die Einladung hierher. Zum einen um mal ein Spiel. Ich habe noch nie ein Spiel in dem neuen Stadion gesehen, da ich ein bisschen weiter weg wohne. Von daher ist es natürlich eine Ehre und tolle Sache, dass wir hier herkommen dürfen. Ach, ich möchte gar nicht geehrt sagen, sondern es bedeutet mir einfach viel zu sehen, wie die Entwicklung verlaufen ist, wo der Verein heute steht. Ich bin auch fest der Meinung, dass perspektivisch der Verein, da wo er schon mal war, auch in die erste Liga wieder reingehört. Allein vom Fanpotenzial, von den Möglichkeiten, die hier entstanden sind. Und ja, da wünsche ich mir Dynamo auch wieder hin. Ja. Aktuell steht es um Dynamo relativ kritisch. Was würdest du der Mannschaft für den Saisonendspurt noch mit auf den Weg geben? Naja, nicht aufgeben, logischerweise. Es ist ja, es ist noch alles drin. Den Klassenerhalt kann man noch schaffen, auch aus eigener Kraft. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie schon abgeschlagen wäre oder so. Von daher einfach weiter kämpfen, weiter beißen und mit den Zuschauern hier im Rücken sollte das doch gut gehen. Vielen lieben Dank.